Jemand umher.
Thank you.
sehen uns bald. Wird geliefert. Oh, wow. Vielen Dank. Ich dachte schon, ich würde Sie nie wiedersehen. Oh, Gott sei Dank. Sie sieht exakt so aus wie immer. Oh, du ahnst gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Es war die Idee meines Vaters, hierher zu ziehen. Er war überzeugt, das Rätsel des gestrandeten Todes ganz allein lösen zu können. Und wir dachten das auch. Aber sieh nur, was daraus geworden ist. Ach, wärst du nicht hier vorbeigekommen, wäre die Kamera verloren gewesen und niemand hätte je einen Blick auf unsere harte Arbeit werfen können. Das dürfen wir nicht zulassen. Die Welt muss davon erfahren. Irgendjemand da draußen wird daraus schlau werden. Also, verbinde uns. Wir wollen Teil der UCA werden. Ich hoffe wirklich, dass unsere Arbeit etwas bewirken kann. Danke nochmal. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Sam Hartman hier. Die Kamera, die du geborgen hast, enthielt ziemlich interessante Aufnahmen. Die darauf gespeicherten Daten samt Forschungsunterlagen ihres Vaters haben wir automatisch erhalten, als du den Bunker der Fotografin ins Netzwerk gebracht hast. Egal. Mein Labor hat immer noch keine schnelle chirale Verbindung, aber ich konnte eines der Bilder mit der Datenbank im HQ abgleichen. Auf Grundlage meiner vorläufigen Berechnungen sowie der fotografischen und dokumentierten Beweise in unseren Archiven würde ich das Alter der Malereien auf 30.000 Jahre schätzen. Mindestens. Die Künstler waren wahrscheinlich auf dem Kontinent umherziehende Neandertaler oder andere Urmenschen.
Siehst du diese delfinartigen Wesen? Zur damaligen Zeit lag die Höhle noch weiter von der Küste entfernt als heute. Wie konnten die Künstler also Delfin begegnen? Antwort: Das konnten sie nicht. Ich bin davon überzeugt, dass sie nicht Delfin, sondern gestrandeten Dingen begegnet sind. Und das würde bedeuten, dass der gestrandete Tod nicht das erste Phänomen seiner Art ist, dass es schon mal passiert ist. Auf unserem Planeten sind schon unzählige Arten ausgestorben. Von Bakterien bis zu Dinosauriern. Forscher nennen die größten bekannten Massenaussterben die großen fünf. Aber natürlich gab es viele weitere Aussterbeereignisse, wenn auch in kleinerem Maßstab. Was, wenn die Künstler so ein Ereignis dokumentieren wollten? Ihr eigenes Aussterben? Das wäre das erste Zeugnis eines gestrandeten Todes in der Geschichte. Und es würde auch meine anderen Theorien stützen. Je eher du mich mit dem Netzwerk verbindest, desto eher wissen wir es. Stell dir nur vor, welche Geheimnisse wir lüften können. Ich warte auf dich, Sam. Tolle Neuigkeiten, Sam. Die Vitalfunktionen von BB-28 sind fast im optimalen Betriebsbereich. Kurz vor meinem Anruf hat es die Augen geöffnet. Es blickte sich um, als würde es jemanden suchen. Und dann trafen sich unsere Blicke. Für einen Moment, glaube ich. Ich sag dir, es hätte mich fast so weit gebracht, das Kleine selbst zu behalten. Egal. Ich muss noch einiges prüfen und eventuell Anpassungen vornehmen. Aber die lokalen chiralen Schwankungen könnten Probleme bereiten. Kannst du vielleicht noch einen Ort ins Netzwerk integrieren? Sobald du das getan hast und ich bestätigen konnte, dass das BB zuverlässig funktioniert, gebe ich es wieder in deiner Obhut. Das ist der letzte Schritt. Versprochen. Nur noch ein Ort. Das sollte genügen. Viel Glück. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferservice. Sam, wie ich sehe, hat dich unser Bergsteigerfreund kontaktiert. Er hat wohl einen Auftrag für dich. Könnte man sich mal ansehen.
für deinen Beitrag. Du kommst doch bald wieder, oder? Typ 1.
Volltreffer.